Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Johnny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Battleground Commentary. Wir sind hier im Bliblablub. Wo sind wir hier? Schlacht um Glenaeas. Kann ich wieder selber buffen? Wir haben immer noch keinen Heiler. Die anderen beiden Retris buffen sich den Krempel selber. Ja, hier, das fühlt sich wunderbar. Das ist T14 normal. Sieht ganz cool aus, ne? Kann sich sehen lassen. Talente sind wie folgt, also ändert sich nur viel. Ich habe jetzt wieder Eifer drin, das macht auf Dauer einfach mehr Damage. Selbst wenn man gegen ein einziges Ziel agiert, ja, ist dann doch irgendwie angenehmer. Gut, wir werden eben Zerg sein. Schön, wir sind nur zu 9. Haben unsere Gegner überhaupt einen Heiler? Ein potenziell, wahrscheinlich zwei. Vier potenzielle Heiler, ich gehe. Moment. So, Entschuldigung, vier potenzielle Heiler, davon sind zwei, Priest und Druid. Wir sind noch mittlerweile 10, wir haben Prot Worry, das ist immerhin etwas. Ich schwimme da wieder ganz bescheuert durch die Gegend. Komm, den hol ich mir mal. Druid direkt einen Stun. Ah, fuck, jemanden erwischt. Christi Bob. Na komm her. Priests. Wieso lebt der schon wieder? Okay, Bubble an. Der muss sterben, Leute. Der muss sterben. Egal wie. Gut, okay. Jetzt stellen wir uns einfach mal in Heil ein bisschen. Das geht ja in 715 nicht mehr, dass man sich als Retri oder dass man sich hinstellt und einfach so heilt und mit dem Talent Lumineszenzielle Leute hochheilt. Das haben sie rausgenommen. Eigene Heilung betrifft es nicht mehr, sondern nur noch die Heilung von Mitspielern. Also sprich, wenn mich einer heilt, heile ich andere mit. Ich selber kann nicht mehr andere dadurch mitteilen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd, weil es ist schon ganz nett gewesen einfach. Es ist ja... Ja gut, okay. Kann man sich drüber streiten. Haben wir Mine? Nein, natürlich nicht. Hat es einer geschrieben? Nö, hat es auch nicht. Ist... Ja, ich finde es schade auf der einen Seite. Ich weiß nicht, das kann ich irgendwie nicht so verstehen. Dass wenn man sagt, okay, die Heilung wird reduziert oder es wird auf maximal so und so viele Personen beschränkt, das könnte ich noch verstehen. Aber was so zu nerven, es ist ja nicht so, dass. Ich meine, klar, ich kann jetzt hier heilen, ich kann die mitheilen, so ist es nicht, aber es ist nicht so, dass ich hier unendlich viel heile, dass da jetzt alle Leute hier ich da hochziehen kann, zumal ich jetzt nicht so extrem viel da heilen kann. In der Zeit danach bin ich oben und mache ich nichts mehr. So, da ist nichts. Dann können wir ein bisschen Damage mitmachen. Bäm, abgestaubt haben wir. Ja, also es ist grundsätzlich ja echt nicht so, dass ich mal hier die Welt dann heilt. Klar, man steht hier, was die Heilung betrifft. Okay, ich stehe jetzt oben, weil die anderen Heiler, von denen ich zu irgendwas kam. Aber es ist nicht so, dass es hier die Welt ist. Dass man hier so massenhaft Heilung raushaut. Wie es vielleicht... Ach du Scheiße. Wie es vielleicht den Anschein hat. Es täuscht. Kriegst erstmal einen Stun hier. Und zack. Und zack. Ist er weg? Sieht so aus. Das ist auch runtergefallen. Jetzt heilen wir den mal hoch. Es ist ja so, ich kann ihn nicht mehr hochheilen. Ich kann ihn die Leute nicht mehr holen, so halt nur wissen. Ist gut. Ist ja egal, kann man sich. Ich gehe deswegen nochmal. So. Haken wir das Thema mal ab. Kann ja immer noch was passieren. Müssen wir mal entsprechend Feedback schreiben. Ja, was können wir jetzt hier machen? Sieht alles ganz gut aus. Da ist niemand. Da ist einer. Da ist was. 4 bis 5 Mine. Das ist mir egal, da laufe ich weiter. Ich halte mir gleich mal hier. Nö. Sagt nö. Hahaha, 700k erstmal eingepflügt. Ob wir hier irgendwas helfen können. Ah, oh, scheiße.
Na gut, jetzt habe ich mich selber geheilt und dadurch alle anderen mit. Das wird ja dann auch nicht mehr gehen. Vielleicht ist ja auch das der Grund, warum das nicht geht. Weil ich mit Handauflegung wirklich alle hochheilen kann. Dann kann ich mir das natürlich... Aber das könnte man anders lösen. Also da muss man nicht so einen Quatsch machen. Genau, wegschubsen. Den Pali nicht an sich ranlassen. Nein, ich will nicht an den Pali. So, jetzt heilen wir dich mal hoch. Zumindest versuchen wir das. Ja, jetzt bin ich schon oben. Komm, einen kriegst du noch. Das war's. Wahrscheinlich bin ich... Ja, gut, wenn die gegnerischen Heiler nicht so viel heilen oder heilen können. Ich ziehe die Leute ja hier im Nachhinein hoch. Da kann ich durchheilen. Also das dürft, jetzt darf man einfach nicht, ja, missverstehen. So, da ist jetzt Ink. Gehen die wirklich hin? Nein, die gehen noch nicht hin. Gut. Ah, 1, 2, 3. Jetzt gehen sie hin. Der Warrior meldet sich, oder? Rivala. Hallo Druid. Hallo Rogue. Glaub ich was dagegen. Bam! Bitte schlag mich an, schlag mich an, schlag mich an. Das ist platzt. Scheiße, wie blöd. Ist ja nicht so, dass der Schild nicht, dass man den nicht sieht, ne? Ach. Demon Hunter, die! Und jetzt? Stunnen wir ihn wieder. Jessica's Vengeance. Oh. Ah, bleibst hier. Genau. Und der Hand. Der Druid da hinten. Bam. Jetzt heilen wir mal ein bisschen. Aber doch nicht. Würdet ihr hier bleiben, könnte ich euch mitheilen. Dann heile ich mich halt selber. Geht das noch? Nö, kriegt nichts mehr. Da leckt mich doch am Arsch. Ach so, das ist ja nicht unser. Ich wollte gerade sagen. Nee, das Geld benutze ich nicht. Das hebe ich mir auf. Wenn das regelmäßig gestellt wird, dann kann man da nämlich immer hin und her switchen. So, da kommt nämlich auch keiner. Da war, glaube ich, was. Da ist nichts. Ja, komm, geh mal da hoch hier. Was soll denn der Quatsch? Laute Deffen. Soll ich ihn hier deffen? Machen doch eh nichts. Haben den Kampf schon in Runde 2 aufgegeben. So, hallo Priest. Nochmal ein Stun. Der lässt sich vermöbeln. Boah, wie knapp, ey. Der ist AFK, okay. Mein Gott, lässt der sich vermöbeln. Halt sich nicht mal. Super. Was für Leute man manchmal immer hat, ne? Also ist es BG halt. So ist es BG halt. Da ist nix. Tja, die haben aufgegeben. Die haben wirklich aufgegeben. Dann Mama. Das hier. Ja, die haben so irgendwie aufgegeben. Da ist der Mage da. Oh Gott, Block. Priest. Was ein Assi. Diese Gedankenkontrolle ist so zum Kotzen.
ich mal. Healmeter pushen. Warum heilt er sich nicht selber? Sag mal, die überleben sich gar nicht mehr wieder. Das verstehe ich. Warum heilt er sich denn nicht selbst? Eigentlich will ich den Priest doch eine Heilung kriegen. Ja, lustig, ja. Komm her. Bam. 8,35, kann ich nichts mit anfangen. Ah, ich natürlich nicht, schade. Ja gut, war eine easy going, lockere Runde hier. Ich hab doch da doof geklickt. Jupp. Ja, gut, das passiert dann halt, wenn die Leute nicht so richtig miteinander spielen. Keine Ahnung, also... Bla bla bla, nerv nicht. Na gut, okay. Ich sag mir mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teilst du ruhig. Lass mir einen Daumen nach oben da und viel lieber wäre mir natürlich ein Kommentar. Einfach mit Feedback, wie es dir gefallen hat. Und wenn du es noch nicht hast, dann kannst du mir auch gerne ein Abo noch im Ort da lassen. In diesem Sinne, tschüss!